In den Tiefen eines belebten Badesees beginnt eine mutige Suche. Der wertvolle Schatz? Ein verloren gegangener Ehering. Doch die Herausforderung wächst, als sich herausstellt, dass der Ring in einem FKK-Bereich verloren ging. Wir suchen zunächst auf der Wiese und bahnen uns den Weg vorbei an den Besuchern des FKK-Bereichs und hinein ins kühle Nass. Mit jeder Bewegung steigt die Spannung. Das Herz klopft schneller. Werden wir den Ring finden? Oder? Nein, nein. Es war Gold, aber nicht der Ring. Schade. Das ist immer besonders gemein dann. So, ich habe jetzt hier schon mal die Stelle hier vor dem ins Wasser gehen abgesucht. Also da war er natürlich nicht mehr, sonst wäre ich jetzt schon fertig. Und hätte mich hier den Tauchkram an. Und jetzt geht's wieder ins Wasser mit dem Unterwasserdetektor, mit der kleinen Spule obendran. Es ist ganz schön warm in dem Ding, aber das sieht man dir gar nicht an. Hilft ja nichts. Zunächst habe ich mit einer Schnur den abzusuchenden Bereich abgesteckt. Ich erweitere den Bereich, der mir gezeigt wird, immer noch um 1 bis 2 Meter zur Sicherheit. Hier so ungefähr oder noch weiter rüber. Wir können lieber ein bisschen zu viel machen als zu wenig. Hier so. Okay. Die Schnur ist auch bei schlechteren Lichtverhältnissen unter Wasser gut zu sehen, sodass ich mich gut orientieren kann. Wird erstmal der Bereich abgesteckt, mit in dem ich dann auch suchen möchte. Normalerweise habe ich dafür diese Nägel, die ich auch gerade an Land benutzt habe, aber hier muss halt mal der Stein herreichen, weil der Boden hier zu matschig war, haben die Nägel nicht richtig gehalten. Der größte Teil der Suche fand in einer Tiefe von circa 3 Meter statt. Wie ihr hier sehen könnt, war die Tiefe da 3,40 Meter. Mit dem Nomad kann ich bis zu 9 Meter tief tauchen und da dann ungefähr eine Stunde pro Akku drin bleiben. Leider war es mit den Abziehlaschen an diesem See besonders schlimm, habe ich das Gefühl gehabt. In den 2 Stunden, die ich da im Wasser war, habe ich gefühlt 50 Abziehlaschen gegraben, was unter Wasser natürlich immer noch mal ein bisschen aufwendiger ist wie über Wasser. Wie du hier auch schön sehen kannst, ist die Abspannleine unter Wasser auch gut zu sehen, auch wenn die Lichtverhältnisse nicht die besten sind. Auch unter Wasser empfiehlt es sich, Handschuhe zu tragen, weil sowas eitert immer ganz schlecht raus aus dem Finger.
alle, die schon mal unter Wasser gesucht haben von euch, werden auch schon mal was Kurioses gefunden haben. In diesem Fall war es wohl eine Lesebrille. Der nächste Fund war besonders gemein. Er hat zunächst Gold geschimmert und steckte auch noch aufrecht im Kies, nur um sich gleich noch als Abziehlasche herauszustellen. Das ist richtig. Also es war jetzt eine Fläche von ungefähr 10 auf 10 Meter, würde ich jetzt so tippen, von hier bis zu dem Busch. Hier habe ich zuerst, ganz im tiefsten Teil habe ich angefangen und immer so hin und her. Nochmal so links, dass ich so Schachbrettmustermäßig habe. Und dann fehlt also hier vorne ein Streifen von ungefähr 2 bis 3 Meter. Und der Akku von der Kamera war schon längst aus. Und ja, ich war 2 Stunden drin, wie die Kamerafrau gerade zu verstehen. Und ja, und dann haben wir gesagt, ja gut, hier vorne den Teil, den haben wir ja noch nicht abgesucht. Also ich hier auf Knien, gerade hier durchgerobbt. Und ja, hier vorne, wirklich. An der letzten Bahn, am letzten Eck, da lag er dann. Und kann ich ihn noch mal ganz kurz haben? Da würde ich ihn gerne einmal zeigen. Jetzt geht er nicht ab, oder? Und da habe ich ihn dann gefunden. Ein wunderschönes Ringlein. Ist jetzt leider nicht auf Kamera, aber das ist ja nicht schlimm. Das Wichtige ist, dass der Ring gefunden wurde. Dann bitteschön. Wir haben wieder jemand glücklich gemacht, das freut mich. Nachdem die Auftragssuche jetzt erfolgreich war, gibt es da traditionell entweder Eis oder Döner. Wir haben uns spontan, weil es jetzt schon abends ist, für Döner entschieden. Der Döner, der war mega lecker. Wie fandet ihr den denn? Mega, mega gut. Falafel-Dürüm. Lecker. Perfekt. Sehr gut. Normales Dürüm. Die beiden haben ja heute Glück gebracht, wie ihr gesehen habt. Jetzt passiert nichts mehr. Wir fahren jetzt nach Hause und dann ist der Tag auch rum. Ich fand es toll, dass ich den Ring gefunden habe. Hat mich wieder bestärkt. Die letzten Wassersuchen, die waren nicht so erfolgreich, aber tschakka, jetzt geht's wieder aufwärts. Wenn du jetzt noch Bock hast, dann könntest du jetzt hier drüben noch ein Video gucken oder noch einen Daumen hoch und einen Kommentar. Da würde ich mich auch natürlich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder zusammen auf Schatzsuche gehen. Und vielleicht ein Abo dalassen. Ja, und ein Abo wäre auch noch super, genau.